bisher gerechtes Remis. Obwohl die Dresdner in der zweiten Hälfte mehr investieren. Gundersen gegen Chinaz. Kegel. Wer hat hier noch einen Einfall? Striffler, Kegel. Das klappte schon gut über rechts gegen Bayern 2. Gundersen. Und er trifft! 1:0 Dynamo Dresden. Wahnsinn aus dem Nichts. Tore Gundersen. Mann, was hatte der da für Platz? Und sie sind natürlich aus dem Häuschen. Dresden steht Kopf. Der Winterkauf hat erneut zugeschlagen und trägt zu Recht den Plural im Vornamen. Tore, sein zweites nämlich. Der hatte eigentlich schon abgeschlossen mit der Situation und dann dreht er sich vom Ball, vom Torwart weg. Orleshausen, chancenlos, noch einmal. Safran, und schauen Sie mal. Jetzt guckt er, da ist er überrascht, dass er überhaupt noch hat. Schaut und zieht einfach ab. Ja, und Orleshausen vielleicht ein bisschen weit vom Tor. Aber so natürlich unhaltbar. 1:0 für Dynamo Dresden. 2 Minuten vor Schluss. Ja, und Erfurt. Die standen fast 90 Minuten gut. Und jetzt dieses Tor. Können sie nochmal reagieren? Die Nachspielzeit. Noch einmal gute Freistoßsituation. Hillebrand. Brachial. Nein. Ah, das hätte der gute Schiedsrichter Seidel vielleicht zurückpfeifen müssen. Viel zu zeitig hatten sie sich da aus der Mauer gelöst. Noch einmal Einwurf für Rot-Weiß Erfurt. Bölstler, bitter natürlich für die Thüringer. Dieser Knockout kurz vor Schluss und jetzt ist Schluss. Dresden gewinnt 1:0 und wir suchen Tore Gundersen irgendwo da unten. Ein Haufen voller Glückseligkeit in Schwarz-Gelb. Dresden gewinnt erneut sein Heimspiel. Und vielleicht ja verdient, weil sie doch mehr investierten in der zweiten Halbzeit. Erfurt stand gut und wurde dann doch bestraft, weil sie Tore Gundersen gewähren ließen. Tja, Rainer Hörgel, das hat er sich anders vorgestellt.